Für Österreichs Eishockey-Nationalteam startet ab Samstag die Mission Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft in Finnland. ÖRV-Teamchef Roger Bader will aber nichts davon wissen. Er selbst verfolgt das mittelfristige Ziel, sich in den Top 12 weltweit zu integrieren. Wie es aktuell in Finnland zugeht und wie die aktuellen Vorbereitungen auf das erste Spiel auch aussehen, das werden wir mit ihm persönlich jetzt besprechen. Er ist uns via Skype zugeschaltet. Herr Bader, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Beginnen wir vielleicht mal mit Finnland selbst. Wie war die Anreise? Wie waren die ersten paar Tage? Hat man sich schon ganz gut darauf einstellen können? Ja, es ist ein bisschen kälter als in Wien. Wir haben gehört, dass in Wien, glaube ich, 31 Grad ist. Das ist hier nicht so. Hier sind wir um die 10 Grad. Aber die Anreise war gut. Wir sind ja von Zürich nach Helsinki geflogen. Die Mannschaft ist dann in Helsinki geblieben, hat noch einen freien Abend genossen in Helsinki. Die Zeugwarten sind schon vorausgefahren, haben dann die Kabine eingerichtet. Dann sind wir am nächsten Tag dann mit dem Bus von Helsinki nach Tampere gefahren. Das sind etwa 2 Stunden. Haben dann Hotel bezogen, Kabine bezogen, Fototermin gehabt und schon das erste Training. Also von daher ging alles so, wie wir es geplant hatten. Betrachten wir vielleicht mal das, was vor dieser Weltmeisterschaft passiert ist. Insgesamt 10 Testspiele, 3 davon gewonnen. Hochkarätige Gegner waren durchaus dabei, wo man auch achtbare Ergebnisse eingefahren hat. Vielleicht insgesamt ein kurzes Fazit von Ihrer Seite. Wie viele Höhen und Tiefen gab es? Wissen Sie, für mich ist es absolut unwichtig, wie viele Spiele wir gewonnen haben, weil wenn es mir nur darum gehen würde, meine Länderspielbilanz aufzupeppen, dann würde ich Spiele abmachen, 4 oder 5 Spiele gegen Polen, noch Ukraine dazu, vielleicht noch Ungarn, ich weiß nicht, und nicht Top-Nationen, aber das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass die Spieler und die Mannschaft den nächsten Schritt und wieder den nächsten Schritt und wieder den nächsten Schritt machen, nämlich Tempo, Intensität zunehmen, mit Druck umgehen können. Und das können wir nur, indem dass wir gegen Top-Gegner spielen, die wir zum Glück bekommen haben. Das ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir Mannschaften wie Schweden, Finnland, Tschechien und sogar Deutschland bekommen. Normalerweise bekommen wir solche Gegner nicht. Und wir konnten extrem viel lernen und profitieren, um einfach die Fortschritte zu machen, die notwendig sind, um auf ein Niveau zu kommen, das wichtig ist. Die Entwicklung steht Ihnen also absolut im Vordergrund. Und wenn man das mittelfristige Ziel auch verfolgt, sich in den Top 12 zu integrieren, der absolut richtige Weg. Was jetzt diese hochkarätigen Gegner betrifft, wo haben Sie die wichtigsten Erkenntnisse gewonnen? Welche war vielleicht die lehrreichste Begegnung für die Spieler auch? Gut, wie gesagt, es gibt natürlich kurz- und mittelfristige Ziele. Kurzfristige Ziele ist natürlich absoluter Klassenerhalt. Das steht über allem. Das ist absolut das, was wir hier wollen, warum wir hier sind. Und gleichzeitig wollen wir uns aber auch entwickeln, mittelfristig, wie Sie gesagt haben. Das heißt, in den nächsten 2, 3 Jahren, dass wir zu einer Top-12-Nation werden. Der erste Schritt ist jetzt hier der Klassenerhalt natürlich. Zum einen wollten wir in der Vorbereitung das so angehen, dass die Spieler lernen, unter Zeit- und Raumdruck schnelle, gute Entscheidungen zu fällen und selber eisläuferisch und von der Spielweise her schnelles Eishockey spielen. Und das ist uns gut gelungen und ich hoffe, das wird uns helfen in diesen Spielen. Und dann mal schauen, was wir für eine Ausschöpfung bekommen dafür. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich auch persönlich, dass die Hälfte des Kaders noch keine WM-Erfahrung hat. Ein sehr jung gespickter Kader, aber auch äußerst talentiert. Wie versuchen Sie auch diese Mischung zusammenzuführen? Inwiefern hat auch Thomas Raffl hier eine bedeutende Rolle eingenommen? Ja, natürlich weiß ich, dass es 12 Spieler neu sind. Ich habe es ja nominiert. Nein, natürlich muss man schon auch den Umstand berücksichtigen bei diesen 12 neuen Spielern, dass wir in den letzten 2 Jahren gar keine Weltmeisterschaft hatten. Weil von diesen 12 Spielern hätte es sicher mehrere gegeben, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon dabei gewesen wären. Also das ist schon noch ein wichtiges Kriterium. Aber diese 12 WM-Neulinge haben sich das mehr als verdient. Die sind gut und zusammen mit den routinierten Spielern wie Thomas Raffl, Bernhard Starkbaumer, Dominik Heinrich, Brian Lebler und viele andere gibt das eine sehr, sehr gute Mischung. Ich bin begeistert über die Mannschaft, so wie sie aufgestellt ist und bin überzeugt, dass das das richtige Team ist. Jetzt hatten Sie vielleicht auch aus Sicht des Teamchefs etwas Glück, dass Red Bull Salzburg relativ schnell den Sack zugemacht hat und Sie somit auf den gesamten Kader dann relativ schnell zurückgreifen konnten. Denn 9 der 25 Spieler sind aus der Mozartstadt. Wie wichtig war Ihnen das auch? Inwieweit hat das auch vielleicht das Mannschaftsgefühl und Gefüge verbessert?
also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Teamchef Glück gehabt hat, das hat nichts mit Glück zu tun, sondern das österreichische Nationalteam hat davon profitiert, dass wir relativ früh alle Kandidaten zur Verfügung hatten. Natürlich war es gut, dass die Finalisten früher gekommen sind als erwartet, nämlich eine Woche früher. Das hat uns geholfen, das hat auch den Spielern geholfen. Ja, sie wurden nämlich ins Camp in Innsbruck integriert und dort war der Fokus vor allem aufs Training gerichtet. Das heißt, sie konnten, nachdem sie lange Playoff-Serie hatten, also indem sie dreimal 12 Spiele hatten im Ganzen, konnten sie wieder richtig trainieren und dann den nächsten Schritt machen in Ostrava mit den Gegnern auf hohem Niveau. Das war optimal. Konnten wir nicht voraussehen, weil ein dreifacher Sweep 4-0, das passiert alle 5-6 Jahre mal. Für uns war sicher vorteilhaft, dass der ganze Kader frühzeitig zur Verfügung stand. Jetzt wissen wir auch, dass zwei Spieler auf der Strecke geblieben sind mit Kragl und Schwinger. Sie haben davon gesprochen, dass sich beide Spieler auch verdient gehabt hätten, in den Kader aufzurücken. War es eine reine Bauchentscheidung? Was hat letztlich dann den Unterschied gemacht? Oder kann man das als Trainer auch gar nicht beurteilen, weil eben die Unterschiede so gering sind? Ja, als Trainer muss ich das beurteilen. Ich bin ja der, der die Entscheidung fällt. Aber natürlich, es sind weiche Faktoren. Es gibt keine Hard Facts mit Zahlen, wo man das benennen kann, sondern man hat so ein Bild vom Team. In diesem Bild hätten diese zwei Spieler genauso gut drin sein können. Das war ja nicht eine Entscheidung gegen sie, sondern es war eine Entscheidung für jemand anders. Und das war natürlich hauchdünn. Aber wer weiß, was passiert. Sind beide auf Abruf bis zum WM-Start. Es kann immer noch was passieren und einer wird plötzlich nachnominiert. Was die Torhütersituation betrifft, da setzen Sie schon auf Erfahrung, muss man sagen, mit drei Aspiranten, die um die 30 oder auch älter sind. Wer spielt hier für Sie die wichtigste Rolle und war es Ihnen auch wichtig, drei erfahrene Torhüter mitzunehmen? Na gut, ich setze mal grundsätzlich auf Torhüter, die spielen in der Liga. Ich kann nicht auf Torhüter setzen, die nicht spielen. Darum haben wir jetzt einfach auch unsere drei erfahrenen Torhüter, die WM-Erfahrung haben, dabei. Wen sollte ich sonst nehmen? Ich kann ja nicht Spieler nehmen, die Alpshockey League spielen im Tor oder Nummer 2 sind im Club. Das geht nicht. Und das sind unsere drei Top-Torhüter in Österreich seit Jahren. Bernhard Starkbaum, zweiter Frühling in Wien. David Kick hat auch sehr viele starke Leistungen. Und David Madlener hat vielleicht nicht die beste Saison gehabt in Dornbirn. Aber ich habe immer gesagt, dass Leistungen, die im Nationalteam gebracht werden, mir viel wichtiger sind als Leistungen im Club. Und David Madlener war im November dabei bei diesem Vier-Nationen-Turnier in Jesenice, hat zwei absolut hervorragende Spiele dort gezeigt und ist darum, hat sich ganz klar präsentiert als einer der drei Torhüter, den wir gerne mitnehmen. Dann blicken wir zunächst mal auf die ersten drei Begegnungen, die natürlich hochkarätig besetzt sind mit Schweden, der USA und auch Tschechien. Kann man sich trotzdem als Österreich Chancen ausrechnen? Muss man wirklich einen Sahnetag erwischen, um hier auch möglicherweise punkten zu können? Nun, das wissen Sie selber, wir sind Nummer 17 der Weltrangliste und diese drei Nationen, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind alle in den Top 6. Also da müssen wir nicht diskutieren, wer Favorit ist, wer klar hoher Favorit ist, das ist gar keine Frage. Aber wir machen keine Sammelbeurteilung, jetzt haben wir drei Spiele so, sondern wir nehmen jetzt mal Schweden und dann schauen wir weiter. Natürlich ist es schwierig, solche Spiele zu gewinnen. Es ist im Sport nie unmöglich, das wissen wir. Wir werden versuchen, einen Weg zu finden, also nicht nur versuchen, wir werden einen Weg zum Sieg uns vornehmen. Und da werden wir schauen, ob es klappt oder nicht. Aber wer Favorit ist, das ist klar. Jetzt gibt es natürlich viele, die im Vorfeld schon von diesem Endspiel gegen Großbritannien sprechen. Nervt Sie das als Trainer, weil es vielleicht die Qualität der Mannschaft medial zumindest schmälert? Oder ist das berechtigt, weil alle anderen Gegner deutlich höher anzusiedeln sind? Nein, es ist eben berechtigt, weil wir sind der Aufsteiger. Und der Aufsteiger spielt um den Klassenerhalt. Egal, ob der Aufsteiger jetzt Österreich ist oder jemand anders. Das ist einfach ganz normal. Von dem her, schaut man halt aufs Ranking. Und im Ranking ist Großbritannien in unserer Nähe. Also es ist logisch, dass man dieses Spiel als Schlüsselspiel sich anschaut. Das ist ganz klar. Im Übrigen interessiert mich das nicht groß, was andere Leute sagen. Oder auch die Mannschaft nicht. Wir sind da in unserer eigenen Welt und wir werden in jedem Spiel versuchen, einen Weg zum Sieg finden. Aber es ist klar, dass die Nationen, die im Ranking eher tiefer sind und selber erst seit kurzem in der A-Gruppe sind, sind die Gegner, wo man sich höhere Chancen für einen Sieg ausrechnet als die absoluten Top-Nationen. Das ist klar. Und ganz ehrlich, es hat nichts mit Tiefstapeln zu tun. Wir sind der Aufsteiger. Alles andere, also wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann haben wir einen super Erfolg gehabt. Das muss man wissen. Und wenn man mehr erreichen würde, wäre das sensationell.
sensationell. Also darum auf dem Boden bleiben, auch wenn jetzt die Auftritte in den Testspielen sehr positiv waren, man muss trotzdem auf dem Boden bleiben. Zwei wichtige Akteure werden Ihnen trotzdem fehlen mit Marco Rose, der verletzungsbedingt nicht dabei sein kann, und auch Michi Raffel, der mit den Dallas Stars noch mitten in den Playoffs ist. Die beiden fehlen klarerweise, aber wie stark fehlen sie Ihnen und was trauen Sie Michi Raffel noch zu gegen die Calgary Flames? Schauen Sie, zu dem Moment, wo ein Spieler absagt, aus welchem Grund auch immer, gibt es verschiedene Gründe. Der eine ist verletzt, der andere hat andere Gründe, warum man nicht dabei sein kann. In der Sekunde habe ich den Spieler für den Moment vergessen. Weil kommt sofort reflexartig der Gedanke, wer spielt jetzt an seiner Stelle. Es bringt gar nichts, darüber nachzudenken. Ach, schade, dass der nicht dabei ist, schade, dass der nicht dabei ist. Das bringt nichts. Weil es ist immer so, an einer Weltmeisterschaft, da gibt es immer Spieler, die nicht dabei sind, die man sich hätte vorstellen können. Und da sind die zwei sicher zwei davon. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr glücklich und happy über das Team, wie wir es jetzt zusammengestellt haben, und bin überzeugt, die richtigen Spieler dabei zu haben. Auf die Frage wegen Michi Raffel, Dallas, generell sind die Playoffs dieses Jahr extrem ausgeglichen. Fast jeder kann weiterkommen, fast jeder kann den Titel holen. Sie sind jetzt 3-2 hinten. Ich mag es ihm gönnen, wenn sie die Serie noch drehen und er sein großes Ziel, das er hat, um den Titel zu spielen, umsetzen kann. Eine wichtige Personalie habe ich bereits schon angesprochen mit Thomas Raffel. Wie viel Verantwortung legen Sie ihm auch in die Hände? Inwiefern ist er auch für Sie ein verlängerter Arm, um in Kommunikation mit der Mannschaft zu treten? Ein richtiger Motivator und Vorzeigeprofi, nehme ich an. Ja, natürlich. Der Thomas Raffel ist an jeder Weltmeisterschaft, wo er teilnehmen konnte, wenn er nicht verletzt war, war er mein Kapitän, genauso wie Manny Ganal immer der Assistenzkapitän ist. Das sind Leute, die vom ersten Tag an dabei waren, seit ich Teamchef bin. Und natürlich ist da auch eine gewisse Beziehung da und ein Vertrauen. Und das sind beide Spieler, die sehr große Persönlichkeiten sind im österreichischen Eishockey und natürlich in der Mannschaft sehr eine wichtige Rolle haben. Eine Personalie würde ich ganz gerne noch ansprechen mit Marco Kasper, 18 Jahre alt, hochbegnadet, dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Was trauen Sie ihm A bei diesem Turnier vielleicht so in der näheren Zukunft? Muss man vielleicht auch aufpassen, dass man ihn nicht zu früh schon hypt, damit sich die Erwartungshaltung nicht zu groß darstellt? Also bei uns in der Mannschaft hypt niemand irgendeinen Spieler, weder wir vom Coaching-Staff noch in der Mannschaft, das lasse ich gar nicht zu. Er ist jetzt als letzter Spieler dazugekommen, hat sich super eingebracht in Deutschland, hat auch gut gespielt gegen Deutschland und er wird eine gute Rolle bekommen. Ist eins von vielen Spielern. Wir wollen über niemanden Hype machen und ich bin überzeugt, dass er mit seinen 18 Jahren eine gute Weltmeisterschaft spielen wird. Und ja, er ist ein großes Talent, das wir haben im österreichischen Eishockey. Und ich beobachte ihn schon seit Jahren natürlich und ich glaube, dass er eine große Karriere machen wird. Ab jetzt hier beim Weltmeisterschaftsteam, da gibt es von unserer Seite her, in unserem Umfeld, in unseren Kreisen, wo wir sind, in unserem Inner Circle, gibt es keinen Hype, da gibt es nur das Team. Und da tut er sich auch ganz hervorragend. Wunderbar. Sie haben es bereits schon angesprochen, mittelfristig wollen Sie sich in den Top 12 etablieren. Ihrer Meinung nach, was fehlt vielleicht dem österreichischen Nationalteam, um dieses Ziel zu erreichen? Sind es noch größere Schritte oder bedarf es einfach nur daran, die Breite des Kaders etwas zu verstärken? Na, je breiter der Kader ist, desto besser. Der wurde allerdings breiter in den letzten Jahren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich doch immer wieder an Turnieren mit sehr vielen jungen Spielern antrete. Das gibt immer wieder Leute, die das nicht verstehen und denken, ja, das ist ein Jux-Turnier oder das sind irgendwelche, was sind das? Sind jetzt das wieder für Spieler? Am Schluss zeigt sich, dass genau solche Spieler am Schluss einer Weltmeisterschaft sind, weil sie eben diese Erfahrungen gemacht haben, diese internationalen. Wichtig für uns ist, dass wir unsere Programme weiter ausbauen. Mir schwebt schon lange vor, dass wir auch eine Sommeraktivität machen mit dem Nationalteam. Das konnten wir bisher aus finanziellen Gründen nicht. So eine Art Kickoff, das machen andere Nationen. Dann wäre es gut, wenn wir auch an möglichst guten Turnieren teilnehmen können, mit eben Gegner, wie wir es jetzt hatten bei der Vorbereitung für die Weltmeisterschaften, weil je bessere Gegner man regelmäßig gegen sie spielt, desto schneller macht man Fortschritte. Und ich glaube, das wäre wichtig, um uns dereinst einmal in den Top 12 zu etablieren. Wie wollen Sie Fortschritte machen, um am Samstag beim ersten Spiel bestmöglich drauf zu sein? Gibt es noch bestimmte Rituale, die vielleicht Sie persönlich auch pflegen?
Na gut, also im Team haben wir ganz klar einen Plan, wie wir das machen. Wir wissen, wie wir das letzte Training kurz vor dem Spiel, einen Tag vor dem Spiel machen. Wir haben heute ein spezielles Training gemacht, zwei Tage vor dem Spiel. Also von daher folgen wir einem Plan, den wir immer Tag für Tag auch überarbeiten. Aber wir haben immer das große Bild. Seit dem ersten Tag, wo wir zusammen sind, haben wir das große Bild. Und das ist eigentlich alles, was wir machen, ist schon längst vorgeplant, mit eben der Fähigkeit auch kurzfristige Änderungen zu machen, wenn es angebracht ist. Ich selber habe ja, wie jeder Mensch, auch meine persönlichen Macken und Rituale. Für mich ist es auch wichtig, da ich doch viel Energie auch geben muss der Mannschaft, dass ich mich zwischendurch auch erhole, damit ich auch runterfahren kann, damit ich dann, wenn es wichtig ist, wirklich wieder voll da bin. Aber habe ich auch meine Rituale, aber die möchte ich jetzt nicht unbedingt verbreiten, aber ja, muss man auch nicht unbedingt tun. Herr Bader, vielleicht noch abschließend zu Ihrer Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor in einem. Wir kennen das auch aus anderen Sportarten, dass es gang und gäbe ist. Eine Funktion, die Sie komplett ausfüllt. Wünschen Sie sich manchmal, das Ganze vielleicht ein bisschen zu separieren? Nein, ich halte es für ideal, so wie es ist. Und weil eben auch Österreich einen kleinen Eishockey-Verband ist. Schauen Sie, der deutsche Teamchef zum Beispiel, gegen den wir letzte Woche gespielt haben. Das ist ein Fulltime-Teamchef, der macht 100% nur das und hat wahrscheinlich etwas dreifaches Salär von mir. Für mich, für die Doppelrolle. Der Schweizer ist auch Fulltime für das, aber Österreich kann sich keinen vollamtlichen Headcoach leisten. Und dann war das früher immer so in Kombination mit einer Clubmannschaft. Und das ist nicht ideal, man ist da nicht neutral. Als Teamchef, der nicht mit einem Club arbeitet, kann ich das ganze Jahr die Spieler besuchen, mache das auch regelmäßig, auch die im Ausland, kann überprüfen, wie sie spielen. Und vor allem, es geht auch um die persönliche Beziehung. Überprüfen könnte ich sagen, im Video. Aber es geht darum, dass ich mit den Spielern essen gehe, ich rede mit ihnen, ich erkläre ihnen die Ideen, die Ziele. Ich weiß, dass die Spieler das auch sehr schätzen. Und ich rede aber auch mit ihren Coaches. Ich rede mit den GMs von den Clubs jeweils im In- und Ausland. Also es ist eine Beziehung, es ist ein Vorteil, dass ich neutral bin. Der Sportdirektor dazu ist deshalb optimal, weil ich die Erkenntnisse, die wir am Spitzen-Eishockey mit dem Nationalteam haben, die kann ich runterbrechen auf überall die Nationalteams, wo ich zuständig bin. Ich bin zuständig bis runter zu U14 und wir haben dort einen roten Faden. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen roten Faden haben. Ich weiß genau, was es braucht, um A-klassig zu sein, auch auf diesen Stufen und was wir dort, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen. Und gleichzeitig ist ein anderer Bereich, wo ich zuständig bin, ist die Trainerausbildung und diese Erkenntnisse fließen bei uns in die Trainerausbildung ein. Also dieses Package ist sehr vorteilhaft, das zusammen zu tun. Und wie Sie schon gesagt haben, in anderen Sportarten ist es absolut normal, auch im Fußball ist es absolut normal, dass das in einer Hand ist. Und ich erachte das eigentlich auch als für den ÖRV ein sehr vorteilhaftes System. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf spannende Spiele, wünschen ganz viel Erfolg in Finnland und hoffen natürlich, dass Sie uns als ÖRV-Nationaltrainer noch lange erhalten bleiben, Herr Bader. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße. Dankeschön, Grüße zurück. Das war also ein Einblick in das aktuelle Geschehen beim österreichischen Eishockey-Nationalteam, das am Samstag mit dem ersten Spiel gegen Schweden in die A-Weltmeisterschaft starten wird. Die Mission ist ganz klar, Klassenerhalt schaffen, aber auf mittelfristig gesehen möchte man sich in den Top 12 integrieren. Das war der Krone Sports Talk für heute. Würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.